Hallo, herzlich willkommen wieder hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Er hat nur den Lauda. Ich darf Ihnen unser Vorführer-E-Bike 2023 vorstellen von Ries und Müller. Das Modell D-Lite. Es gibt ein Super D-Lite, das dann mit zwei Akkus, zeige ich in dem anderen Film dann. Oder das D-Lite mit 625 Wattstunden. Ja, ich habe es gerade eben mal hochgehoben. Es ist noch angenehm leicht für ein Fully, ein vollgefedertes E-Bike. Ja, ich möchte unbedingt erwähnen, die Spezialität von Riese und Müller sind vollgefederte E-Bikes. Da kommen die nämlich her. Die haben vor über 20 Jahren damit angefangen, mit vollgefedert. Haben eine sehr große Erfahrung, was diese Technologie anbelangt. Und das ist die Königsklasse unter den E-Bikes, würde ich jetzt mal sagen. Hier unser Vorführer-E-Bike im Einzelnen. Und zwar, das ist das Modell Touring mit einer Kettenschaltung ausgestattet, also für schnelles, spritziges Fahren. Es ist sehr bergsteigfreudig. Wir haben Magura-Bremsen drauf, eine der besten Scheibenbremsen auf dem Markt. Vorne haben wir das Vorführrad ausgestattet mit Allround-Reife. Das kann man bei Ries und Müller, man kann Straßenreifen oder mit einem leichten Blockprofil. Dieses E-Bike oder dieses Fully darf man auch wirklich, sagen wir mal, durch Wald und Wiesen fahren auf dem Flur. Das gehört im Grunde genommen nicht nur auf die Straße, sondern auch ein bisschen so runter von der Straße. Ne? Feldwege, Waldwege, Wiesenwege. Die Fahreigenschaften sind brillant. Sowohl im Gelände, das ist sehr sanft, also das tut sämtliche Stöße dämpfen, die man so normalerweise hätte mit dem Fahrrad. Aber auch bei hohen Geschwindigkeiten zeichnet sich ein vollgefedertes Fahrwerk aus durch eine saubere Spurhaltung. Also es gibt hier nicht das Phänomen, dass Sie bei hoher Geschwindigkeit in Kurve dann langsam abhebe, sondern das aktive Fahrwerk drückt ja quasi immer die Laufräder auf den Boden, auf die Fahrbahnfläche. So, und darum geht es eigentlich. Warum macht man diese Technik? Aus zwei Gründen: vollgefedert, Komfort und bessere Fahreigenschaften. Jo. Wir haben das ausgestattet mit einem Neon-Display. Darauf ist dann unsere Teststrecken, die Sie dann aussuchen können, einfach entlangfahren. Was haben wir denn noch? Schauen Sie mal, was da passiert, wenn ich hier das Hebel drücke. Schwupp, aha. Sattellift. Ich sage zu dem Ding Sattellift. Dropperpost ist die modernere Bezeichnung. Da weiß man nicht so richtig, was es ist. Bei einem Sattellift kann man sich wenigstens nur vorstellen. Es ist auch eine ganz praktische Aufstieghilfe, denn es hat ja keinen tiefen Durchstieg. Also man wirft praktisch seinen Fuß da drüber irgendwie und beim Fahren lässt man das dann hoch, wie so ein Bürostuhl, super. Und fährt es natürlich zum Anhalten wieder runter, indem man einfach das Hebel drückt und das Körpergewicht drückt dann den Sattel wieder nach unten. So, das Federbein, das habe ich gerade gemerkt, das ist bei mir ziemlich eingefedert gerade, kann man eben durch einen entsprechenden Luftdruck dann die Federeigenschaften verändern. Wem dieser Gepäckträger nicht gefallen sollte, das ist eine Sonderausstattung und das gibt es auch ohne. Und dann sieht das Ganze wesentlich sportlicher aus, aber es ist halt unpraktischer. Obwohl, es gibt ja da vorne die Möglichkeit, einen Frontgepäckträger ranzuschrauben, an den zwei und zwei Schraube hier. Schöner aber und eleganter ist diese Halterung, die wir haben vorne für Körper oder für Packtaschen. Dann könnte man nämlich eine große Lenkertasche oder was auch immer mit einem Klick-Fix-System anbringen und hätte dann da noch die Möglichkeit für eine Tagestour was mitzunehmen. Ja, also freuen Sie sich, dieses E-Bike bei uns fahren zu dürfen. Es ist wirklich klasse und vor allen Dingen auch die Teststrecken, die mir anbiete, durch Wald und Flur und überhaupt und auch hohe Geschwindigkeiten können Sie fahren. Melden Sie sich einfach an bei uns. Kontaktformular für die Probefahrt und dann setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung und zeige Ihnen dann, wie es weitergeht. Also dann, bis bald, Ihr Erhard Mott und das gesamte Team.